Servus Leute, neues Video auf YouTube. Schaut mal hinter mich. Wir sind im Hafjell Bikepark in Norwegen, machen hier gerade so eine Rundreise und sind jetzt auf dem Weg auch in Hafjell vorbeigekommen. Vielleicht habt ihr schon ein, zwei Videos von früher beim Louis Gerstner gesehen, der war ja auch schon mal. Genau, aber wir checken das mal ab. Aber wie ihr seht, der Lift steht, das heißt, wir müssen komplett hochtreten. Haben jetzt auch schon, keine Ahnung, über 1000 Höhenmeter, sind aus dem Tal alles hochgetreten. Aber jetzt gibt es halt ein paar Pedal Labs. Das heißt, wir können leider nicht alle Strecken abchecken, aber es gibt auf jeden Fall mal so einen kleinen Einblick, sage ich jetzt mal, in das Ganze. Und wir schauen uns das mal an, fahren alle Strecken blind. Also wir haben nichts gesehen, außer dem Louis seine Videos von vor 5 Jahren. Und ich denke, da ist auch so ein paar Sachen auf jeden Fall anders. Deshalb, ja, mal schauen, was uns hier so erwartet. Die erste Abfahrt war auf jeden Fall schon geil, die seht ihr jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß, let's go! So, Freunde. Wir fahren hier einen kleinen Einstieg, weil wir zu weit hochgetreten sind. Das muss man sich auch mal geben. Aber schon ein ganz geiler Trail eigentlich. Kann man nichts sagen. Ah, jetzt sind wir am Start. Okay, erste Strecke, Hafjell Bike Park. Auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall sehr wild aus. So, nächster Abschnitt. Nico fährt vor. Juhu! Jawohl, geil! Jawohl! Geil! Alter! Yeah, boy! Alter! Wow, geil, Alter! Was für Jumps! Wir fahren hier komplett blind runter. Ich habe nicht ein GoPro-Video gesehen. Der Nico auch nicht. Alter! Jump! Wow! Bisschen ins Nichts. Double. Geiler Scheiß, Alter. Wow! Mieses Loch. Kann man bestimmt irgendeinen Double fahren. Alter, macht das Bock. Oh, was eine Autobahn. Ist ja krank. So, weiter geht's. Auf Trail Nummer 3. Sieht uns alles ein bisschen Enduro-lastiger aus hier. Oh. Wow. Alter. Wild. Fahr mal eine andere Linie wieder, Nico. Oh. Kurz konzentrieren mal. Ist echt nass und deshalb echt ganz rutschig. Highline! Geil. Wild, oder?
mal durch den Schnee hier. Also Freunde, der Bikepark hat noch zu. Wir sind jetzt hier alles hochgetreten. Knappe 800 Höhenmeter. Da war sketchy. Alter, da unten ist die übelste Jumpline. Die Steine sind echt rutschig. Ja, so Freunde, nächster Trail, wir fahren Bold Olympia, das schlägt meine Gabel schon fast durch. Das scheint mir hier mehr eine Jumpstrecke zu sein, huiuiui, da hat mein Eibis Bock drauf. Macht das Bock. Ja, Attacke, oder? Ja, haben wir die Rote, oder? Ja. Geht! Kleine Hip. Oh. So Freunde, New School fahren wir jetzt, sind nochmal hochgetreten zum Pump Track hier und hier geht's gleich rein in New School. Also man muss sagen, allein mal landschaftlich hier mega geil, auch hier mit den ganzen Sträuchern, ihr seht es, sieht richtig sick aus. Wir werden da auf jeden Fall auch morgen oder so nochmal ein paar Fotos machen. Also checkt auf jeden Fall mal Instagram. Da gibt es einen miesen Shortcut, den der Nico, so wie es aussieht, hinter mir gefahren ist. Thank you.
Puh. That was tight. So, 7 Meter Sprung. So, weiter geht's. In New School. Ich muss dazu sagen, es hat gerade ein bisschen genieselt. Und naja, hier haben sie wahrscheinlich. Oh, Digga, ganz schön rutschig hier. Hui. Puh. Ja, was ich oben sagen wollte, erstens fahren wir alles blind, zweitens hat es gerade auf jeden Fall ziemlich geregnet und ihr seht, die Steine und die Wurzeln sind alle nass und alle ziemlich sketchy. So, Freunde, wir begeben uns auf die Talabfahrt, kann man fast schon sagen, würde man beim Skifahren sagen. Also ab jetzt geht's nach unten. Nico fährt noch mal vor zum Abschluss. Alter, dicke Anlieger hier. Und dicke Tables, den ich dick gecased habe. Ja, chill, chill. Achtung, schwarz, gell? Ja, die wisst ihr schon warum. Ich sag. Huhu, sind da viele Wurzeln, alle nass. Huhu, Ping-Pong-Show, juhu. Alter! So! Oh. Was war denn das? Ah. Der Boys hier am Start.